Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute im zweiten Teil zum Thema Depression auflösen und ganzheitlich verstehen. Im ersten Video ging es darum, einfach generell zu verstehen, was uns eine Depression zu sagen hat und wie wir sie auflösen können. Eben auch auf der Seelenebene. Im heutigen Video geht es darum, dass ja manche Menschen von einem Schicksalsschlag ereilt werden, wo man ja sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel von heute auf morgen im Rollstuhl sitzt wegen eines Unfalls, wo man ja sagen kann, ja, ist ja logisch, dass man da depressiv wird. Das ist doch wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis und Ereignis im Leben. Ja, wie soll man das denn jetzt, wie soll man denn damit umgehen? Und da möchte ich im heutigen Video ein paar Impulse geben, wie das am besten zu verstehen ist aus der Seelenebene und wie wir da rauskommen und erkennen, was uns die Situation vielleicht zu sagen hat. Und in dem Fall, nehmen wir jetzt nochmal die Querschnittslähmung, ist es so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Also entweder es ist tatsächlich so, dass sich die Seele ausgesucht hat, ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben das im Rollstuhl zu verbringen. Und warum auch immer das sein mag. Ja, vielleicht kennt ihr den Speaker, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht, der keine Arme und keine Beine hat. Und der da wirklich so einfach mit seinem Oberkörper auf der Bühne rumhüpft und Menschen motiviert. Und das ist ein ganz inspirierender Mensch, der Grund hätte, depressiv zu sein und im Selbstmitleid zu zerfließen und zu sagen, ich habe keine Arme, ich habe keine Beine. Aber nein, der motiviert Menschen und baut Menschen auf, die noch alle Gliedmaßen haben. Weil sich zeigt, dass die wahre Stärke und Größe nicht der Körper ist, sondern die Seele, die da drin steckt. Jemand, der vielleicht muskulös wirkt und stark nach außen, heißt nicht, dass der innerlich stark ist. Und jemand, der von außen schwach aussieht oder eine Behinderung hat, das heißt nicht, dass der wirklich schwach ist. Und deswegen bei solchen Schicksalsschlägen, jetzt aufs Körperliche bezogen, gibt es zum Beispiel auch eine Frau, wo das ganze Gesicht verbrannt ist, die anderen Vorbild ist für Selbstliebe, die sagt, jetzt liebe ich mich aber selbst. Früher war ich eine hübsche Frau, ich konnte mich nicht lieben. Jetzt habe ich durch diese Sache in meine Selbstliebe gefunden. Solche Menschen haben unglaubliche Vorbildfunktionen für andere. Wenn man das aber erkennt und auch hier aus der Opferposition rausgeht und sagt, hey, ich schaffe es. Vielleicht kann ich anderen dadurch auch ein Vorbild sein oder anderen helfen. Also das kann die eine Möglichkeit sein bei so einem Schicksalsschlag, dass man wirklich lernen darf, das anzunehmen, das im Leben zu integrieren und vielleicht sogar dann dahinter das Geschenk erkennen darf, dass man dadurch erhält, indem man sich dem Thema öffnet und in sich hineinfühlt, was einem das für neue Chancen bietet, die man vorher nicht hatte. Entweder um dein Leben zu bereichern oder auch in erster Instanz, um das zu bereichern und um dann vielleicht anderen damit zu helfen. Also nochmal Beispiel Rollstuhl, dass du dadurch zum Thema
vielleicht Astralreisen geführt wirst und deinen Körper verlassen kannst und dann sagst, ja, ich kann im Universum umher fliegen, da brauche ich keinen Körper. Und das können viele Menschen nicht, die in ihrem Körper leben und die alles haben, alle Gliedmaßen, die funktionieren, die können sich nicht im Universum frei bewegen. Und du kannst es dann vielleicht. Und deswegen ist es da wichtig zu erkennen, welche Möglichkeiten sich einem bieten, wenn man woanders, wenn einem woanders was weggenommen wird. Zu erkennen, dass einem die Freiheit nicht genommen werden kann. Die Freiheit, im Geiste und mit der Seele frei zu sein und sich zu überlegen, wozu zwingt mich die Krankheit und woran hindert sie mich? Oder zu erkennen, welche Möglichkeiten sich jetzt eröffnen, die man vorher niemals in Erwägung gezogen hätte, weil man ein ganz normales Leben geführt hat. Die zweite Möglichkeit ist, dass du dich selber heilen kannst, wenn du erkennst, was dir das Ganze zu sagen hatte. Also nehmen wir jetzt nochmal die Querschnittslähmung. Vielleicht warst du im Leben du bist in die falsche Richtung gelaufen, warst in der falschen Richtung unterwegs. Und du hast den Weg verloren oder du bist vom Weg abgekommen und hast es nicht gemerkt. Und deine Seele hat dich gezwungen, dass du dein Leben komplett veränderst und einen neuen Weg gehst. Aber hat dich erstmal aus dem Verkehr gezogen, dass du die Möglichkeit hast, in dich hineinzuschauen. Vielleicht mit Hilfe von Meditation oder um wieder dankbar zu sein für die alltäglichen Dinge. Krankheiten, Schicksalsschläge und Unfälle sind wichtige Wegweiser. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht nur darüber ärgern oder dass wir uns nicht nur in die Trauer ziehen lassen in solchen Momenten, sondern dass wir irgendwann auch erkennen, dass alles einen höheren Sinn hat. Und auch wenn jetzt schlimme Dinge passiert sind, dass dich vielleicht wichtige, wertvolle Menschen verlassen haben, die dir besonders am Herzen lagen, sagen wir, dein Partner oder deine Partnerin ist gestorben, dann ist es natürlich was sehr, sehr Dramatisches und was einen den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber wenn du dich wieder öffnest, wirst du vielleicht erkennen, dass da wieder ein Mensch in dein Leben treten wird, der dich sehr glücklich machen kann. Aber eben erst dann in dem Moment, wo du verstehst, dass es weitergehen darf und weitergehen wird. Und du kannst dir auch sicher sein, je schlimmer die Erfahrungen, die du gemacht hast, je einschneidender die Erlebnisse waren, umso schöner ist der Gegenpol. Und häufig haben wir aber in der Vergangenheit nur die schmerzhaften, negativen Dinge erfahren und dann fällt es einem auch irgendwann schwer zu sagen, ja, jetzt kommt der schöne Gegenpol, weil wir gar nicht mehr damit rechnen, dass das Leben noch so viel Wundervolles für uns bereithält. Aber genau dann, wenn wir genau das tun, können wir nicht nur aus diesen Situationen uns selber hochholen, sondern wir erkennen auch, was uns vielleicht Krankheiten zu sagen hatten. Und jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Querschnittslähmung zurück. Menschen, die damit konfrontiert werden, waren vielleicht in ihrem Leben vorher, wie ich schon erwähnt hatte, in der falschen Richtung unterwegs. Waren vielleicht zu sehr im Außen oder zu sehr
in der materiellen Welt. Und die Seele wollte das aber nicht. Die Seele wollte auch gesehen werden und Erfüllung finden und denjenigen mal wieder auf den Boden der Tatsachen bringen, dass der Seelenweg weitergegangen werden kann. Und den Seelenweg kann man dann häufig erst weitergehen, wenn man nicht mehr gehen kann. Entweder so, wie das dann beim Burnout der Fall ist, wo man keinen Antrieb mehr hat, oder eben durch solche Unfälle. Und häufig ist es eben so, wenn man das erkennt, sich korrigiert im Leben, neu ausrichtet, sich die Frage stellt, warum bin ich denn eigentlich hier und wie sollte mein Leben aussehen? Dass man dann die Möglichkeit hat, auch sich zu heilen, auch von schlimmen Krankheiten. Und zwar dann, wenn man das erkannt hat, wozu das Ganze gut war und was es einem zu sagen hatte. Denn ich sage immer so schön beim Körper, es ist nichts in Stein gemeißelt. Der Körper kann sich immer regenerieren. Der Körper kann sich immer gesund machen, wenn wir erkennen, wozu die Krankheit da war. Und deswegen ist eben eine Möglichkeit bei solchen Geschichten, dass es zu unserem Leben gehört, dass wir lernen dürfen, mit dem Schicksalsschlag oder mit der Querschnittslähmung umzugehen, um dann noch stärker hervorzugehen und vielleicht anderen Vorbild zu sein oder anderen eine Stütze zu sein, um denen zu helfen. Oder wenn wir aber die Erkenntnis haben, was vorher im Leben nicht richtig war, das zu korrigieren, um dann zu wissen, dass wir uns selber wieder heilen können. Und hört da bitte nicht auf Menschen, die euch sagen, was möglich ist oder nicht. Ja, es darf euch nicht nur völlig egal sein, was andere denken, sondern auch häufig, was euch andere sagen, was eben möglich ist oder nicht. Denn es können sich Menschen, die das erkennen, häufig heilen und alle Ärzte sagen, das war ja gar nicht möglich. Lasst euch nicht sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ihr werdet es in euch fühlen. Das wird ein Gefühl sein, wenn ihr die Verantwortung übernimmt und nicht euch als Opfer wahrnehmt, werdet ihr das Gefühl in euch erzeugen und es wird euch so einen Antrieb geben, dass ihr euch aus diesem Loch rausholen könnt. Und das war von meiner Seite aus der Input zu diesem Thema und zum zweiten Teil. Und im dritten Teil wird es darum gehen, was wir auf der psychischen und auf der mentalen Ebene tun können, um uns in depressiven Zuständen zu helfen. Weil ganz wollen wir die Psyche und das Mentale natürlich nicht vergessen, weil das ganz, ganz wichtig ist, um wieder Energie und Antrieb auch zu haben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir das jetzige Video auch weitergeholfen hat und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Es darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken, was andere sagen, was du kannst und was nicht. Dein Gefühl weiß, was du kannst. Und wichtig ist, wie du dich fühlst und was dir dein Gefühl sagt und nicht das Gefühl oder der Verstand der anderen.